So, unser nächstes äußerst spannendes Kraut, die Vogelmiere. Wenn man jetzt von der Draufsicht hier in dieses Wiesenstück reingeht, könnte man sagen, naja, wächst schon ziemlich viel. Man sieht hier jetzt verschiedene weiße kleine Blüten. Der schöne Unterschied, wenn ich hier an dem anziehe, passiert nichts. Wenn ich an dem Kraut daneben, also unserer Vogelmiere, anziehe, dann hat die plötzlich ganz, ganz lange verzweigte, wie so eine Art fast schon Rhizome, also die wächst so kriechend am Boden und hat ganz, ganz viele Verästelungen. Also da ist immer quasi noch mehr dahinter. Hier haben wir jetzt ein ziemlich kleines Exemplar. Die bilden aber schon ganz, wenn man sich hier mal weiter reinschaut, die bilden schon so ganze Horste, wachsen zwischendurch. Man kann einfach mal anziehen und dann sieht man, ah, okay, da kommt noch mehr. Und es hängt quasi immer an einem ganz, ganz dünnen und bräunlich, ja, fast schon wie eine Art verholzten Stiel. Also man kann sich kaum vorstellen, dass das hier der Stiel ist, der die ganze Pflanze trägt. Das ist typisch für die Vogelmiere. Also ein ganz dicker Stängel vorne mit kleinen, eigentlich relativ hübschen weißen Blüten und ebenso ganz, ganz kleinen, feinen Blättchen. Auch das ist eine typische Anti-Skorbut-Pflanze früher gewesen. Die wächst wild in Massen an Stränden und das war für Seefahrer einfach auf der Zwischenfahrt bei manchen Inseln sozusagen die Vitamin-C-Rettung bei so langen, monatelangen Überfahrten. Das ist auch ein Kennzeichen. Unglaublich viel Vitamin C hat diese Pflanze. Also ein richtiger Immunbooster im Frühjahr. Und noch dazu schmeckt sie unheimlich lecker. Also auch hier wieder, wenn ihr euch sicher seid bei der Bestimmung, ihr nehmt bitte nur das wirklich oberste Drittel, den Kopf sozusagen her. Die Stiele sind zu hart, die wollen wir nicht. Das merkt man schon beim Anziehen. Und wenn ihr den jetzt probiert, einfach mal kommen im Ganzen essen, merkt man als erstes sofort, schmeckt total nussig. Wobei nussig immer relativ, ja, nichtssagend ist. Aber es hat auch was von jungem Mais. Also es hat ein großes Spektrum zwischen quasi Walnuss, Mais und auch so ein bisschen was Frisches. Also ein sehr, sehr spannendes Kraut, das man am besten natürlich roh verwendet. Im Salat sieht es gut aus und gibt einen totalen interessanten Kick. Also die Vogelmiere ist sowohl sehr, sehr gesund als auch total lecker. Auch die rentiert sich einfach mal am Boden zu suchen. Kann man relativ gut bestimmen, wenn sie blüht, sogar diese kleinen Blütchen hat, dann kann man sie eigentlich schon gar nicht mehr verwechseln. Viel Spaß mit der Vogelmiere!